Jo, ich habe mir diese Knoppers gekauft. Diese neue Sorte Knoppers Sommer Edition Erdbeerjoghurt. Und ich habe gehört, sie sollen nach Jokorette schmecken. Zumindest hat Jonessa das so gesagt. Und ich glaube, ihre Freundin Laura hat das auch gesagt. Und also Vanessa von dem Kanal Jonessa. Und ja, ich habe mir anfangs gedacht, ich habe die schon vorher immer im Laden stehen sehen, aber habe mir immer gedacht, ich habe mich nicht wirklich rangetraut, sagen wir es so. Und nachdem dann aber Vanessa gesagt hat, dass es nach Jogurette schmeckt, oder Laura auch, wie gesagt, ich bin mir nicht ganz sicher, habe ich mir gedacht, und ich liebe Jogurette, kannst du dir das mal holen? Und deswegen habe ich mir das jetzt mal geholt. Und ich dachte mir, ich probiere das live mit euch vor der Kamera. So, ich mache das Ganze jetzt mal auf. Ich liebe Knoppers ja schon total mit nur so dieser Milchcreme-Füllung und so. Mal sehen, wie das dann schmeckt. Wenn das auch noch nach Jogurette schmeckt, weil ich mag ja auch Jogurette, dann wäre das natürlich auch geil. Oh, es riecht auch sehr Erdbeer-Joghurt-mäßig. Sieht so aus. Hier unten ist die normale Milchcreme-Füllung und hier oben ist das Erdbeer-Joghurt-Gedöns. Okay. Ich bin gespannt, ob das krümelt immer sehr. Es schmeckt nicht ganz wie Jogurette. Es schmeckt wie Erdbeerjoghurt, aber nicht Jogurette, sondern irgendein anderes Erdbeerjoghurt. Ich weiß nicht, gibt es nicht auch von Milka so eine Erdbeerjoghurt-Schokolade? Ich glaube, so schmeckt das. Ich finde, es schmeckt ein bisschen, wie wenn man sich in irgendeiner Imbissbude oder generell irgendwo, wo es sowas gibt, so ein Erdbeershake oder so. Ich weiß nicht, bei irgendeiner Fastfood-Kette oder so gibt es das bestimmt auch bei irgendwelchen Fastfood-Ketten. Ist ja auch egal, wenn man sich eben so einen Erdbeershake bestellt. Finde ich, so schmeckt das wie so ein Erdbeershake. Also so ein bisschen schmeckt es danach. Ja, es ist okay. Ich will nicht sagen, dass es scheiße ist. Aber ich bin zum Beispiel auch nicht so der Erdbeereis-Fan. Wenn ich so die Auswahl zwischen Schoko, Erdbeer und Vanille habe, dann nehme ich Schoko. Und danach, okay, danach würde ich wahrscheinlich Erdbeer nehmen und danach Vanille. Ich glaube, Vanille ist so auf den letzten Platz so von den drei Sachen. Ich liebe Erdbeeren, aber das ist irgendwie, es ist okay. Also man kann es essen und ich würde es auch immer annehmen, wenn jemand mich fragt, ob ich das essen möchte. Ich würde jetzt auch alle aufessen, so ist es nicht. Aber ich finde es nicht so geil wie Jogurette und nicht so geil wie Knoppers ohne das Zeug, also normales Knoppers. Aber man kann es trotzdem essen. Ja, ist okay. Ja. Ich wollte nur mit euch live vor der Kamera probieren, wie das schmeckt. Und das war's eigentlich schon. Oh Mann. Die Vlogs werden auch immer sinnvoller, ne? Nicht. Jo, Leute, es ist Sonntag, beziehungsweise der Sonntag ist schon bald vorbei bei mir, ne? Ihr habt hier das Datum und die Uhrzeit gesehen. Ich muss nur noch morgen zur Schule. Montag und dann habe ich Ferien. Eigentlich geht es noch bis Mittwoch, aber Dienstag ist Sportfest. Und es bringt mir nichts, weil ich eine Sportbefreiung habe und ich am Ende nur rumsitzen würde und Däumchen drehen würde. Und Mittwoch ist dann Zeugnisausgabe, aber Mittwoch kann ich nicht, weil ich ja, einen Arzttermin habe. Dann würde sich das nicht lohnen, dorthin zu fahren zur Schule, weil ich das zeitlich alles nicht schaffen würde. Und ja. Auf jeden Fall bekomme ich deswegen schon eigentlich morgen mein Zeugnis. Ja, mal sehen. Ich bin gespannt. Ich glaube nicht, dass es schlecht wird. Ich glaube, es wird ganz gut. Uns wurden ja schon ein paar Noten angesagt von ein paar Lehrern. Deshalb, ja, weiß ich ja, dass es nicht so schlecht wird. Und ich weiß ja auch, was ich so für Noten bekommen habe. Das Jahr über, ich schreibe mir meine Noten immer auf. Das ist ein Tipp, den ich euch geben kann, was die Schule angeht. Schreibt euch eure Noten auf, weil das ist echt hilfreich. Also ich habe das früher nie gemacht. Ich habe immer in der Grundschule gesagt, oh ja, dann schreibe ich mir alles auf in meinem Hausaufgabenheft, wenn man so ein neues Hausaufgabenheft hatte. Und das habe ich mir, glaube ich, auch noch in der Oberschule gesagt. Ich habe immer, wenn ich bei einem neuen Hausaufgabenheft, dachte ich mir, oh, da schreibe ich mir alles rein. Da schreibe ich mir sogar meine Termine rein, die ich zu dem Zeitpunkt nicht wirklich hatte. Oder male ich irgendwas rein, weil ich auch malen kann. Njacht.
Naja, und dann habe ich auch nie Noten. Ich glaube, teilweise habe ich dann vielleicht noch die ersten Noten eingeschrieben, aber das hörte dann auch schnell auf. Mittlerweile, seitdem ich an der Berufsschule bin, schreibe ich jede Note auf. Einfach aus dem Grund, weil ich gemerkt habe, dass es viel besser ist, wenn du dir die Noten aufschreibst, denn du hast den besseren Überblick über deine Noten und kannst dann selber sehen, oh verdammt, in dem Fach bin ich ja gar nicht so gut, vielleicht sollte ich mich da noch verbessern. Vielleicht sollte ich mich da noch verbessern. Und dann kann man noch darauf achten, wo man noch gute Noten sammeln muss. Sammeln klingt so, ja, aber ihr wisst, wie ich das meine. Weil ansonsten hat man nicht den Überblick darüber und vergisst das schnell. Wisst ihr, was ich meine? Und deshalb ist es, deswegen bin ich super zufrieden und kann auch, weiß eigentlich so gut wie schon, dass eigentlich das Zeugnis ganz gut wird. Ich bin gerade noch dabei, ein Video zu rendern. Das kommt heute auch erst sehr spät. Das ist mein Vlog. Und da rede ich auch über Pokémon Go, dass ich mir das runtergeladen habe. Ich weiß nicht, den Vlog kann ich euch gerne nochmal in die Infobox packen oder hier oben in die Infokarte. Ja, und ich habe jetzt Pokémon Go seit Mittwoch. Heute ist Sonntag. Ich muss sagen, es macht schon irgendwie Spaß. Es ist eine lustige App auf jeden Fall, nur sie saugt extrem viel Akku. Das ist aber mein geringstes Problem. Ich habe eine Powerbank, die ist cool. Die lädt gerade auf, weil ich brauche sie so oft in letzter Zeit. Die steht hier, die pinke. Die ist richtig nice. Und mein größtes Problem ist eher, dass es so Internet zieht. Und wenn ich außerhalb von WLAN eben bin, was man eben meistens macht, draußen rumlaufen und da findet man ja die meisten Pokémons. Ja, ich habe schon nicht viel Internet für mein Handy und dann dadurch raubt mir das halt noch mehr und das ist halt auch nicht so geil. Und ich muss auch sagen, ich finde es auch irgendwie scheiße, die ganze Zeit damit rumzulaufen mit dem Handy und Pokémons zu suchen. Also einerseits ist es halt cool, weil mittlerweile gehen die Leute viel mehr raus, die Jugend von heute. Man verlässt das Haus und ist zwar um Pokémon zu suchen, man hängt zwar trotzdem am Smartphone, aber es ist irgendwie besser, als wenn man gar nicht rausgeht. Dennoch ist es irgendwie ziemlich, ja, viele vergessen dadurch ihre Umwelt und wissen nicht mehr, was sonst passiert, weil sie nur am Handy hängen und in dieser virtuellen Welt sind. Es ist, wie gesagt, ich finde, es ist ganz cool, die App. Ich weiß aber nicht, wie lange ich sie durchziehen werde. Ich meine, ich habe jetzt, glaube ich, das ganze Wochenende habe ich, doch, ich glaube, ich habe Freitag Pokémons gesucht bei mir in meiner Nähe von meinem Haus, weil ich mit dem Hund Gassi war oder mit den Hunden, weil der Hund meiner Cousine auch noch hier war. Und dann war das aber, glaube ich, Samstag. Nee, wir sind Freitag gegangen, genau. Und da war ich nicht mit dem Hund von meiner Cousine, weil der kam erst Samstag. Auf jeden Fall, ja, und da habe ich auch ein paar. Aber dadurch, dass das Spiel immer abschmiert oder erst gar nicht geladen wird, ja, ist das natürlich auch manchmal doof. Aber wie gesagt, ich versuche mein Leben darauf nicht abhängig zu machen. Und ja, wenn ich jetzt irgendwann merke, ich mache die App fast gar nicht mehr auf, weil ich mir denke, brauche ich nicht mehr oder ich habe daran keinen Spaß mehr, dann werde ich sie auch runterwerfen, weil sie nimmt mir dann nur unnötig Platz weg. Ja, oh mein Gott, mein Video hat fertig gerendert, ist fertig gerendert. Deshalb werde ich das jetzt hochladen. Aber ich bin froh, dass ich morgen den letzten Tag zur Schule muss, weil ich habe auch gar keinen Bock mehr. Ich bin so ferienreif und eigentlich hätte ich gerne einen Ferienjob, aber man wurde natürlich wieder mal nicht nirgendwo angenommen oder es gab einfach wieder mal nichts. Und vielleicht habe ich mich auch diesmal zu ungründlich danach informiert. Vielleicht hätte ich diesmal vielleicht sogar einen bekommen können. Aber irgendwie, ja, ist die Zeit plötzlich so schnell vergangen, dass man irgendwie die Zeit vergessen hat. Das sind dann so die Tage, wo ich mir denke, jetzt wäre ich ganz froh, mit YouTube Geld zu verdienen, weil ich das hier aktiv mache und da auch Arbeit reinstecke. Und das wäre irgendwie cool, wenn man da dann doch... Es muss ja nicht viel sein. Nur so wie bei einem Ferienjob oder wenn es auch nur weniger ist. Hauptsache irgendwas verdienen, aber gut, dann halt nicht. Aber das Gute ist jetzt auch, dass ich dadurch, dass ich jetzt Ferien habe und wenn ich jetzt keinen Ferienjob habe, dann habe ich mehr Zeit, um YouTube-Videos zu drehen. Deshalb dann wieder der Grund, warum ich gerne damit Geld verdienen würde. Aber da mir das viel zu kompliziert ist und da man sich höchstwahrscheinlich einen Steuerberater ranholen müsste, weil das selber hinzukriegen ist eine schwierige Sache. Ja, ist mir das, deswegen mache ich das nicht. Ja, ich habe, wie gesagt, öfter schon drüber nachgedacht, aber nee, ich meine, ich weiß nicht mal, ob sich das bei mir lohnen würde, aber wie gesagt, ich wäre schon froh über 50 Cent. Ist einfach so. Aber wie auch immer. Ja, ich werde dann auf jeden Fall meine Ferien dazu nutzen, um ein wenig mehr YouTube-Videos zu drehen. Nur die Sache ist jetzt, ich hatte jetzt am Wochenende wieder Besuch da von meinem Cousin und seinem Kumpel.
Und da wurden sogar auf Snapchat Bilder gepostet. Sonst bin ich ja nicht so, dass ich Bilder und Videos mit meiner Familie poste. Die einzigen, die mal so auf Snapchat mit dabei sind, sind so meine Cousinen oder so. Aber ich weiß nicht, ich habe mich da ein bisschen dazu durchgerungen, mal ein bisschen mehr. Bei Snapchat, finde ich, geht eigentlich immer. Da kann man das mal posten so. Und dagegen haben sie ja auch nichts, sonst würden sie mir das ja sagen. Und ja, aber das kann man, weiß ich nicht, ich finde, das kann man einfach mal machen. So, naja, und das hat ihnen wahrscheinlich so gut gefallen. Heute kam dann auch noch meine Cousine kurz vorbei, weil sie ja den Hund wieder abgeholt haben, sie und ihre Mutter. Also meine Tante und sie. Und ja, deswegen ja, kam ich jetzt erst dazu, das Video noch zu Ende zu machen. Und deswegen kommt es jetzt auch erst so spät. Und ja, auf jeden Fall hat mich mein Cousin dann gleich wieder gefragt, ob er, weil er irgendwie Montag und Dienstag arbeiten muss und dann hat er bis Freitag frei. Und ob er dann nicht wieder vorbeikommen kann. Hat er gefragt dann, ob er Dienstagabend nicht schon wieder vorbeikommen kann und dann bei uns schlafen kann und so. Also ja, weil es auch Mittwoch so heiß werden soll. Und da habe ich gesagt, klar. Und meine Eltern fanden es auch gut. Beziehungsweise haben auch gesagt, es ist okay. Und ja, das heißt, ich habe wieder volles Haus, weil meine Cousine hat sich jetzt wahrscheinlich auch noch angekündigt, dass sie nämlich auch gerne vorbeikommen mag. Was heißt volles Haus? Es sind ja nicht so viele, ne? Aber ihr wisst, was ich meine. Meine Cousine würde nämlich auch wahrscheinlich schon Dienstag kommen. Und dann wieder mit dem Hund. Ja, das heißt, zum Videos drehen komme ich nicht. Mein Problem ist vor allem auch, ich muss ja eigentlich noch das Video für Mittwoch schneiden. Das ist eine doofe Sache jetzt. Das habt ihr wahrscheinlich schon gesehen, das Video. Aber jetzt schneide ich es nicht mehr, auf gar keinen Fall. Ich hätte vielleicht Montag, also morgen hätte ich Zeit. Ja, ich glaube, dann werde ich morgen das machen. Ich werde es wahrscheinlich nicht fertig bekommen, auf gar keinen Fall. Aber ich werde wahrscheinlich Dienstag noch, bevor die kommen, werde ich das noch schneiden. Und wenn Mittwoch ich da zum Arzt gehe, also eigentlich müsste es Mittwoch dann schon fertig sein, hoffe ich. Und wenn nicht, müsste ich halt Mittwoch noch vorm Arzt das machen. Die sind zwar da, die beiden, also meine Cousine und mein Cousin, aber die müssen sich ja nicht davon stören lassen, sage ich es mal so, dass ich da schneide. Ich meine, klar, es ist scheiße, die immer so alleine zu lassen und sich dann so zu verschanzen quasi. Und ich möchte auch lieber mit denen abhängen, vor allem wenn es Mittwoch so warm wird. Aber ja, oh, Matschauge, ja, ich bin irgendwie voll fertig. Ja, aber will ich halt auch nicht so, weil ich will, wie gesagt, lieber mit denen abhängen. Und dann ist es schon besser, wenn ich es fertig habe. Vor allem weiß ich ja nicht mal, ob ich das überhaupt schaffe. Weil ich muss es ja Mittwoch auch schon hochladen und ich weiß nicht, wie lang das wird und meh. Deshalb mal gucken. Ja, also das weiß ich bisher. So, ich weiß nicht, mein Cousin würde dann Freitag wieder fahren. Weil er bis Freitag frei hat und dann muss er wahrscheinlich wieder am Wochenende arbeiten. Meine Cousine, weiß ich nicht, ob sie dann gleich bis Sonntag bleiben will. Weil ihre Mutter hat auch am Wochenende frei. Und dann würde die wahrscheinlich auch am Wochenende wieder vorbeikommen. Dann würde ich da auch wieder zu nichts kommen. Vor allem müsste ich ja ein Video noch für die Woche darauf dann drehen. Oh Leute, es ist alles so stressig. Ich komme in letzter Zeit irgendwie nicht mehr so wirklich hinterher und mir fehlen, wie gesagt, auch zurzeit so ein paar Videoideen. Obwohl ich zwei habe auf jeden Fall. Ich will mal wieder ein Faktenvideo über mich machen, weil das ja so gut ankam und ihr auch ein zweites wolltet. Und ein Betty kommentiert Kommentare. Und ich habe mittlerweile nicht viele Kommentare auf YouTube, aber ich werde einfach die nehmen, die ich habe. Also die Fragen, die jetzt vorhanden sind und nehme den Rest halt von Ask.fm. Ist nun mal so und dann ist gut. Und ansonsten habe ich dann noch zwei andere Videos, die mir gerade eingefallen sind, die ich eigentlich auch mal machen wollte. Und zwar eine Morgenroutine und eine Abendroutine. Ich weiß, ich werde immer mehr zum Beauty-Guru, aber so ist das nun mal. Aber ich hatte eh Bock, das zu machen. Und dann mal schauen, wann auch immer ich das schaffe. Wie gesagt, ich kann so eine Morgen- und Abendroutine am besten wahrscheinlich in den Ferien machen. Aber mal gucken. Ich weiß noch nicht so ganz, wie ich das mache, aber wir werden es sehen. Ich muss mir da noch ein paar YouTube-Videos angucken, um mich inspirieren zu lassen, beziehungsweise das heißt inspirieren zu lassen. Ich muss einfach nur sehen, dass ich das irgendwie hinbekomme. Also wie ich das genau machen muss, also wie sowas abläuft. Ich meine, klar, ich kann da meinen eigenen Flair im Endeffekt, also mein eigenes Ding draus machen. Aber ob sie wirklich auch mal die Uhrzeiten so richtig anzeigen an einem Wecker oder ob sie die einfach nur drunter schreiben oder ob sie überhaupt eine Uhrzeit hinschreiben oder die einfach mit ansagen. Ich habe mir noch nie so wirklich Morgen- und Abendroutinen angeguckt, beziehungsweise doch, ein paar Mal habe ich mir sowas schon angeguckt, aber das ist schon ewig her, das war noch die Zeit, wo ich Beauty-Videos geguckt habe. Nee, okay, zwischendurch habe ich auch mal eine Abendroutine geguckt. Von Katie Cake war das mal. Ja, aber das ist auch schon wieder ewig her. Deshalb, keine Ahnung. Deswegen muss ich dann mal schauen. Ja,
Oh Gott, ich quatsche schon wieder so lange zu. Ja. Jo Leute, es ist Donnerstag. Meine Woche hat so lala angefangen. Also eigentlich war sie ganz gut, weil ich mir dachte, oh, ich habe ab Dienstag Ferien, weil ich gehofft habe, dass ich mein Zeugnis schon Montag bekomme. Weil Dienstag hätte sich es ja für mich nicht gelohnt, nochmal zur Schule zu gehen wegen Sportfest. Und ja, Mittwoch wäre dann Zeugnisausgabe gewesen, aber da ich Mittwoch bei einem Arzttermin war oder einen Arzttermin hatte, hätte ich da eh nicht zur Schule gehen können. Naja, und habe ich aber Montag nicht bekommen, mein Zeugnis. Somit musste ich Dienstag dann nochmal zur Schule dackeln, um mein fucking Zeugnis abzuholen. Aber ich habe es jetzt und es ist sehr gut und ich bin zufrieden und alles ist super. Dann habe ich sogar noch geschafft, das Video für diesen Mittwoch, also für gestern, zu schneiden und alles fertig hochzuladen. Das habe ich auch noch geschafft. Da bin ich auch sehr stolz drauf. Und es kam auch echt gut an und ihr wollt auch mehr sehen. Wie gesagt, wenn ihr jetzt nicht wisst, von welchem Video ich rede, einfach mal in die Infobox schauen oder hier oben in die Infokarte. Da ist das Ganze nochmal verlinkt. Und ja, jetzt habe ich Ferien. Und dafür, dass der Montag dann doch irgendwie scheiße wurde, ist es dann ab Dienstag eigentlich alles wieder super gewesen. Beziehungsweise nachdem ich dann zur Schule gedackelt bin und wieder dann nach Hause gefahren bin. Ja. Ist jetzt eigentlich alles gut. Ich habe fange schon an, meine Ferien richtig zu genießen. Meine Cousine und mein Cousin sind da. Mein Cousin wollte eigentlich bloß bis Donnerstag bleiben. Also bis heute und wollte eigentlich heute Abend gehen. Aber der hat sich jetzt dafür entschieden, doch noch bis morgen zu bleiben. Und dann erst morgen zu gehen. Aber er ist schon ein bisschen früher, aber er will sich noch ein bisschen in die Sonne legen bei uns im Garten. Und ja, meine Cousine weiß noch nicht, wie lange sie bleibt. Ob sie bis morgen bleibt oder schon bis Sonntag. Wahrscheinlich wird sie bis Sonntag bleiben. Ja, ich weiß noch nicht, ob ich es schaffe, bis nächste Woche Mittwoch ein Video zu drehen. Wenn sie bis Sonntag bleibt, könnte ich ja überlegen, mit ihr ein Video zu drehen. Mal sehen. Muss ich gucken, mal schauen, wie ich das alles zeitlich planen kann. Ich weiß nicht mal, was ich drehen soll, aber mal sehen. Können wir ja alles nochmal ausmachen und planen. Ja, jetzt, ja, wie gesagt, genieße ich halt so meine Ferien schon und liege jetzt halt auch in der Sonne oder wenn es nicht so schön ist, spielen wir halt Karten oder so. Das ist eigentlich ganz schön. Ich werde jetzt auch gleich wieder ausmachen. Ich wollte dieses Video hier nur nochmal machen, weil ich dachte, vielleicht interessiert euch das und außerdem heißt das, sonst habe ich für diesen Vlog nur zwei Videos, die ich euch quasi zeigen kann. Zwei Videos, so, ne, zwei Videoausschnitte und ich dachte mir, das ist vielleicht zu wenig, wenn ich sonst immer so viel mache. Klar, es gibt nie zu wenig, weil ihr sagt ja immer, in der Kürze liegt die Würze und ich soll vielleicht mal weniger lange Videos machen. But it is schwierig und ich liebe lange Videos. Ups. Deshalb, naja, es würde mir wahrscheinlich jeder davon abraten, lange Videos zu machen. Ich finde es ganz cool. Wenn ich was zu sagen habe, dann sage ich das und fertig. Ja. Habt ihr schon Ferien? Wenn ja, wie laufen eure Ferien? Alles cool, entspannt ihr? Oder habt ihr sogar einen Ferienjob? Wäre schön, wenn ich auch einen bekommen hätte, aber nein, es ist leider nicht so einfach. Dann ist es natürlich klar, bei der Hitze ist so ein Ferienjob auch nicht gerade geil, aber besser als kein Geld verdienen, ne? Wie bei mir. Ja. Und ansonsten, ja, was habt ihr noch so in den Ferien geplant? Fliegt ihr irgendwie in Urlaub oder fahrt ihr in den Urlaub? Und wenn ja, wohin und was macht ihr und überhaupt? Und das würde mich mal alles interessieren. Könntet ihr mir ja alles gerne mal in die Kommentare schreiben. Also wäre cool, wenn ihr da mal ein bisschen mit mir quatscht. Das würde mich sehr interessieren. Wie gesagt, meine Ferien sind eigentlich relativ gechillt. Ich habe nichts Krasses geplant, außer zu chillen, im Garten zu liegen und mich zu sonnen und in den Pool zu gehen. Und Videos zu drehen und zu schneiden. Und was habe ich noch so geplant? Ach so, genau, ja. Und dann vielleicht mal mit ein paar Freunden treffen, wenn man das so zeitlich schafft, die man so lange nicht mehr gesehen hat. Und nächsten Monat im August fliege ich ja auch schon nach New York. Das wird sehr geil. Ja. Ja, ansonsten mehr ist so direkt nicht geplant. Ah doch, bevor ich nach New York fliege, ist auch noch Köln angesagt im August. Und zwar fahre ich ja an dem Wochenende davor, bevor ich nach New York fliege, fahre ich ja nach Köln auf die Gamescom mit Angie und das wird auch sehr geil, glaube ich. Also, ja. Mehr habe ich dann aber doch wirklich nicht geplant, glaube ich. Also nichts Krasses weiter. Wie ist es bei euch so? Das interessiert mich sehr. Seid ihr auch irgendwie in Köln im August auf den Videodays oder auf der Gamescom? Das würde mich sehr interessieren. Gut. Schreibt mir das mal alles gerne in die Kommentare.